Hallo. Schönen guten Tag. Guten Tag. Hi. Darf ich vorstellen, Sven Deutschmanek? Hi. Ich bin die Kathleen, hallo. Kathleen, da bin ich der Horst. Ich freue mich außerordentlich. Kathleen, das Ding ist nicht von dir, oder? Nein, das hat meine Oma geerbt von ihrem verstorbenen Partner. Mhm. Und aus der Wohnungsauflösung ist der hübsche Automat hervorgegangen. Ich habe aber einen Automaten, einen kleineren, den behalte ich. Deswegen sind 39 Platten. Die 40. ist bei mir im Besitz. Ist das auch so ein ähnlicher Apparat? Er ist ein kleinerer, aber auch ein Symphonion oder ein Polyphon, ja. Ein Musikautomat. Aber der ist zum Hinstellen und kleiner und einfach handlicher. Sehr schön. Wofür hast du denn Begeisterung? Für Tiere. Wir haben 7 Haustiere. 7? Ja. 3 Katzen und 4 Zwergkaninchen, die zusammen in unserer Wohnung fleißig durch die Gegend hüpfen und spielen. Und ja, das ist so unsere Begeisterung. Die laufen alle frei? Ja, ohne jegliche Probleme. Ich hätte es nicht gedacht. Ich bin mit meinem Mann zusammengezogen und er hat die Katzen gehabt. Ich habe die Zwergkaninchen mitgebracht und habe gesagt, also meine Hasen brauchen definitiv ein eigenes Zimmer. Das hatten sie bisher immer. Das soll auch zukünftig so bleiben. Eine harmonische Zusammenkunft. Du siehst mich sehr verwundert. Du siehst mich sehr verwundert. So, jetzt bist du dran. Ja, wir haben ja gerade einen anderen Namen noch gehört, Polyphoneimer von dir. Und es gab damals die 3 Großen in einem Raum um Leipzig. Also in Gohlis hatte sich um 1900 eine riesen Musikwerkefabrikindustrie angesammelt. Und das war dann einmal Regina, Symphonium war Paul Lochmann und Polyphon. Und du hast hier einen Musikautomat mitgebracht, das ist ein Tisch- oder auch Wandgerät gewesen, welches so um 1903, 1905 vermutlich entstanden ist. Ja, Funktionsweise bei diesen Lochplattenspieluhren ist wie folgt. Man hat quasi einen Antrieb, einen Federwerksantrieb, das Ganze wird aufgeleiert, dann wird eine Platte, eine sogenannte Lochplatte, eingespannt und diese Lochplatte geht dann mit diesen Zacken über dieses Zahnrad und dieses Zahnrad wiederum schlägt dann den Tonkamm an. Und dann entsteht diese Melodie. So, und wenn wir uns das Modell jetzt hier einmal anschauen, es ist komplett original, also da wurde nicht großartig dran rumrestauriert, sind mir so ein paar Dinge aufgefallen. Das ist jetzt ein Gerät gewesen, was quasi nicht für den Heimgebrauch gedacht war, sondern das stand wirklich in öffentlichen Einrichtungen, vermutlich in Bars oder in Cafés. Man hört ja auch, oder gerade zu Anfang hast du den Klang gehört, das ist sehr dezent, das ballert da jetzt nicht richtig raus. Und da gab es ja auch keine Möglichkeit, die Lautstärke zu regulieren. Also das, was es abgespielt hat, kam dann so laut raus, wie es halt ist. Und an der Seite gibt es einen Münzeinwurf. Und daneben fällt dir auch auf, ist das Holz, ich sag mal, ein bisschen heller wie im Vergleich zu den anderen Holz. Da hing ja dieses Schild, das ist dir aber auch aufgefallen. Ja. So, das ist das Originalschild, was damals an der Seite hing. Da steht, versuche den Automaten anders als durch einen Einwurf eines 5-Pfennig-Stückes zum Spielen zu bringen, werden strafrechtlich verfolgt. Das ist richtig so. Und das ist das Originalschild, was an der Seite hing. Mhm. Was aber halt auffällt, ist, dass der Münzeinwurf nicht mehr funktioniert. Weil das ist quasi die Mechanik von dem Münzeinwurf. Da hat dann vermutlich jemand mal geguckt und hat gesagt, ah, das funktioniert nicht mehr. Oder ich will, dass das Ding einfach immer spielt. Und hat dann diesen Münzeinwurf außer Kraft gesetzt. Mhm. Da unten siehst du diese Schublade, Horst. Mhm. Also das war keine Schublade für Zuge oder sowas, sondern das war die Schublade, wo dann das Geld reinfiel. Mhm. Was ich sehr schön finde, ist, dass diese Hinterglasmalerei, also wirklich mit aufgelegtem Gold oder sowas, noch im perfekten Zustand ist. Was ein bisschen von der Farbgebung anders ist, das ist diese Lyra. Das ist das Symbol, welches die Marke Symphonium hatte, mit dieser Symphonion oder mit diesen Symphonion-S-Buchstaben noch mehr in der Mitte. Das ist nämlich so ein ausschlaggebendes Indiz für mich, dass dieses Modell so um 1903, 1905 entstanden ist, weil da haben die dann dieses Symbol benutzt. Das Ganze ist oben mit dieser wunderschönen Bekrönung. Das Gehäuse ist aus Eichenholz, teilweise furniert, Nussbaum furniert. Und es gibt aber noch eine schadhafte Stelle. Du siehst doch die Kurbel. Also wenn man jetzt Geld eingeschmissen hat, mhm, war es mir möglich, diese Kurbel zu betätigen. Die hat er dann das ganze Werk angetrieben. Und wenn man die Tür aufgemacht hat und diese Kurbel stand in einer falschen Stellung, ist man immer ans Holz geschlagen. Siehst du das? Ah, okay, ja, diese Verbrauchsspuren hier. Genau. Ja. Mhm. Ja. Du, sag mal, ich habe eine ganz andere Frage. Mhm. Ich sehe jetzt hier so viele Platten liegen. Mhm. Und ich kenne es von Schallplatten. Da ist immer so ein Zettel drauf. Ja. Und da steht drauf, was es ist. Das steht hier auch drauf, aber das kann ich teilweise nicht mehr entziffern. Hier siehst du das teilweise noch. Da steht immer ein Titel mit dabei. Oder hier siehst du Püppchen Knutsch. Gut. So, jetzt bin ich auf einen außergewöhnlichen Preiswunsch gespannt. Also ich habe mir eine Grenze von 2.500 Euro gesetzt. Aber du verkaufst in deinem eigenen Auftrag. Den verkaufe ich im Auftrag von meiner Oma. Wie viel ist Omas Automat wert? Also ich würde den Automaten auch mit diesen Beschädigungen zwischen 2.000 und 2.500 Euro eingliedern. So, und somit haben wir eine Übereinstimmung und ich muss nicht in mich kehren oder irgendwie diskutieren. Ich kann dir die Karte geben, weil ich will wissen, was die Händler sagen.
Super, danke dir. Bitteschön, ich habe zu danken. Viele Grüße an die Karnickel, an die Kätzchen und den Lebensgefährten. Da geht's vorbei. Viel Erfolg. Tschüss. Hui. Jawohl, ein Symphonion. Ja, das ist doch mal wieder was Gescheites. Geldeinwurf. Schön. Sehr schön. Also, wenn das ja noch läuft. Mit Geldeinwurf. Zwar ein bisschen. Oh. Der Klang ist wunderschön. Also ich wusste ja gar nicht, dass du so musikalisch bist, Waldi. Schönes Teil. Ich bin gespannt, was die Händler bieten für den Automaten, ob der Wert von 2005, den ich mir gesetzt habe, erreicht wird. Und ich gebe mein Bestes für meine Oma. Wird Kathleen den antiken Vorgänger der Jukebox im Händlerraum los? Hallo. Hallo. Moin. Hallo. Guten Tag. Wahnsinnsteil. Hallöchen. Du bringst uns richtig gute Laune. Es wird zwar nicht billig, aber es ist ein Hammerteil. Jo. Ja, das ist toll, ne? Der ist schön. Super schön. Sehr speziell und perfekt im Zustand. So wie aber Sie müssen uns erklären, wo kann man sowas in diesem Original, natürlich mit Patina, aber unglaublich guten Zustand für 150 Jahre herbekommen? Ich verkaufe den im Namen meiner Oma. Ja. Die hat den letztes Jahr geerbt. Mhm. Ja, der passt leider nicht in unser häusliches Mobiliar. Und deswegen verkaufe ich den im Namen meiner Oma. Ja, fangen wir an. Ja, mach mal. 500 Euro. Nein, 1500. Na, guck mal. Okay. Ja, klar. 1600 Euro, bitte. Ich hab kurz gezuckt, aber ich mache auch noch mit 1700 weiter. 2000. Okay. 2100. 2500. Mach ja jetzt Hause raus, damit wir weiterkommen. 3,8. 3,2. 3,3. 3,3 ist gut. Ich finde das 3,3 auch. 3,3 ist gut. Was sagst du? Ja, finde ich auch gut. Bring es raus. Wunderbar. Engelchen, kommen wir zusammen mit 3,3. Ich denke, wir haben einen Deal. Ja, Gott sei Dank. So, ich hole mal hier jede Menge Zeug raus. So. 1000, 2000, 500, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. So, irgendwie will das nicht von meiner Theke weg, aber es muss. Engelchen, guck mal hier, jede Menge Zeug. Dankeschön. Ganz lieben Dank. Danken Ihnen für Ihren Besuch. Wir bedanken uns für das tolle Teil. Ist super. Greifen Sie zu. Vielen Dank. Und wir freuen uns sehr, das hier gezeigt zu haben. Wirklich. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Für Sie auch. Danke. Ja. Tschüss. Das ist eine Sensation. Das ist wirklich super. Ich bin mit dem Betrag sehr zufrieden. Er liegt ja über 800 Euro von dem, was ich mir persönlich gesetzt habe mit meiner Oma zusammen. Und das Geld geht jetzt an meine Omi.